Von schweren Kratzern bis hin zu einem sexy Sandwich. Diese Sci-Fi-Ausschnitte waren zu gut, um sie im Schneiderraum liegen zu lassen. Die Sturmtruppler im Star Wars-Franchise sind nicht gerade die hellsten Köpfe in der Galaxis. Schließlich sind sie bekanntlich schlechte Schützen und anfällig für Jedi-Gedankentricks. In einer Szene von Star Wars Episode 4 Eine neue Hoffnung knallt ein besonders ungeschickter Sturmtruppler tatsächlich mit dem Kopf gegen eine Tür des Todessterns. Obwohl einige Fans vielleicht dachten, dass Regisseur George Lucas damit absichtlich die Unfähigkeit der Sturmtruppler zeigen wollte, war dies tatsächlich das Ergebnis eines Fehlers während der Produktion. Der Schauspieler Laurie Goody hatte während der Dreharbeiten Magenprobleme und schlug sich in seiner Abwesenheit den Kopf an. Goody war schockiert, dass Lucas den Take in den endgültigen Schnitt aufnahm und obendrein einen zusätzlichen Soundeffekt einfügte. Goodys Missgeschick wurde zu einem ikonischen Gag für Star Wars-Fans. Der Schauspieler sagte, er habe viele Jahre gebraucht, um sein Erbe anzutreten, da einige andere Statisten aus dem Film ebenfalls behaupteten, der kopfstoßende Sturmtruppler zu sein. Das Star Wars-Franchise hat es geschafft, in den späteren Filmen zu erklären, warum diese Soldaten so unfallträchtig sind. Obwohl Imperator Palpatine anfangs eine Klonarmee einsetzte, sind die Sturmtruppler in der ursprünglichen Trilogie einfach Zivilisten, die rekrutiert und einer Gehirnwäsche unterzogen wurden. Thanks to the training I received in the Empire, I have all the skills I need to make it in the real world. John Woos Science-Fiction-Action-Film Face Off aus dem Jahr 1997 ist wirklich einer der abgedrehtesten Filme, die je gedreht wurden. Wu war schon immer ein überdrehter Filmemacher und er schaffte es, John Travolta und Nicolas Cage, zwei der verrücktesten Leistungen der 1990er Jahre, zu entlocken. Face Off ist so herrlich albern, dass es oft wie ein Wettstreit zwischen Cage und Travolta wirkt, wer am absurdesten sein kann. Einige der besten Ergänzungen zum Film stammen von Cage selbst. In einem Interview auf dem Happy Sad Confused Podcast verriet Cages Co-Star Alessandro Nivola, dass das Gespräch über ein Sex-Sandwich direkt von Cage kam. You had a sex sandwich with his wife and his sister the night he was sent here. I guess that explains why he's so upset. Offenbar machten Cage und Nivola Witze, während der Regieassistent alles, was sie sagten, aufschrieb. Als Wu die Abschriften las, gefielen ihm die neuen Zeilen so gut, dass er sie in das Drehbuch aufnahm. Ob Face-Off selbstkritisch ist oder nicht, ist eine Frage, über die Sci-Fi-Fans seit Jahren nachdenken. Nivolas Kommentare deuten darauf hin, dass Wu wusste, was er tat, als er seinen Stars erlaubte, die Persönlichkeiten der Figuren noch alberner zu machen. Ein besonders alberner Moment spielt sich ab, als Jean Archer Castor Troy mit einer Waffe bedroht. Weil Nick Cage eben Nick Cage ist, beschließt er, ein Lied anzustimmen. I'm ready. Die improvisierte Melodie, die sich Cage selbst ausgedacht hat, blieb im Film und wird später sogar wiederholt. Peter Quill ist nicht der typische Held im Marvel Cinematic Universe. Obwohl er sich selbst als den berüchtigten, gesetzlosen Star-Lord bezeichnet, hat er sich diesen Ruf nicht gerade verdient. Seine liebenswürdige Art ist einer der Gründe, warum die Guardians of the Galaxy-Filme innerhalb des MCU herausragen. Die Guardians haben keine Ahnung, wie man das Universum rettet. Sie sind ein Haufen Außenseiter, die sich für das Allgemeinwohl zusammenschließen müssen. Trotz des witzigen Drehbuchs von James Gunn und Nicole Perlman stammt ein besonders amüsanter Moment aus dem ersten Guardians of the Galaxy-Film gar nicht von ihnen. In dieser Szene bittet Quill dem Collector die Kugel an, lässt sie aber versehentlich fallen. In einem Kommentar des Regisseurs deutete Gunn an, dass Pratt die Kugel bei den Dreharbeiten versehentlich fallen gelassen hatte. Pratt soll Gunn gesagt haben, dass er es mit Absicht getan hat, aber Gunn war sich nicht hundertprozentig sicher. Wie auch immer. Pratt behauptete, dass er während seiner Zeit bei Parks and Recreation die Kunst des Improvisierens von Witzen perfektioniert habe. Basierend auf dem Roman von Andy Weir bietet Der Marsianer eine der besten Besetzungen der letzten Zeit. Es gibt eine Reihe großartiger Schauspieler in dem Film, aber Donald Glovers urkomische Darstellung als Rich Pummel ist eine wahre Glanzleistung. Rich ist ein brillanter Astrodynamiker, der einen riskanten Plan zur Rettung von Mark Watney, einem auf dem Mars gestrandeten Astronauten, ausheckt. Richs ungeschliffene Art irritiert den NASA-Direktor Teddy Sanders und sorgt für einige der besten Gags im Film. Als er das erste Mal mit seiner Idee kommt, ist Rich so aufgeregt, dass er aus seinem Stuhl springt und versehentlich hinfällt. Es ist ein urkomischer Moment im Film, aber während der Dreharbeiten war die Crew tatsächlich um Glovers Gesundheit besorgt. Glover verriet bei Conan, dass er nach dem Vorfall einen Eisbeutel brauchte, aber letztendlich ging es ihm gut. When you see me in the movie and I eat it, that's really eating it. Yeah. Der Film Captain Marvel aus dem Jahr 2019 verwendet beeindruckende digitale De-Aging-Techniken, um eine jüngere Version von Nick Fury in den 1990er Jahren zu zeigen. Bevor er in The Avengers zum altgedienten Anführer wurde, nahm Fury seinen Job als Ermittler außerirdischer Kreaturen mit Humor.
Fury steht den außerirdischen Besuchern skeptisch gegenüber und sein Geplänkel mit Carol Danvers sorgt für witzige Situationskomik. Nachdem ein Skrull, der vorgab, Agent Coulson zu sein, getötet wurde, führt ein Gerichtsmediziner eine Autopsie an der Kreatur durch. Fury untersucht die Leiche und hebt das Laken, das ihre untere Hälfte bedeckt, um zu sehen, wie ihr Körper ohne Kleidung aussieht. Die Regisseure Anna Boden und Ryan Fleck sagten, dass dieser Moment komplett von Jackson improvisiert wurde. Sie fanden die Szene so witzig, dass sie beschlossen, sie in der endgültigen Fassung beizubehalten. Wie macht man aus einer Figur, die als Propagandawerkzeug konzipiert wurde, einen fesselnden Protagonisten? Captain America: The First Avenger hat es geschafft. Das Actionabenteuer aus dem Jahr 2011 zeigt gekonnt, wie sich Steve Rogers seinen Platz als Held verdient. Anfangs ist er ein schmächtiger Junge, der nur seinem Land dienen will. Doch nachdem er sich einer experimentellen Supersoldatenprozedur unterzogen hat, erhält er alle Kräfte, die ihn zu Captain America machen. Als Steves neuer muskelbepackter Körper zum Vorschein kommt, sind die anwesenden Regierungsbeamten, Wissenschaftler und Geheimdienstler schockiert über seine Verwandlung. Sie können nicht glauben, dass der magere Junge, den sie einst kannten, nun den Körper eines Kriegers hat. Besonders Peggy, die instinktiv die Hand ausstreckt, um Steves Brust zu berühren. Edwill sagte, dass sie die Brust ihres Co-Stars berührte, ohne darüber nachzudenken. Dennoch schaffte es dieser rührende Moment in den endgültigen Schnitt. Falls ihr zu den Science-Fiction-Fans gehört, die eine straffe, vernünftige und logisch nachvollziehbare Handlung mögen, dann ist Independence Day von Roland Emmerich wahrscheinlich nichts für euch. Dieser publikumswirksame, alberne Science-Fiction-Katastrophenfilm macht eine Menge Spaß, wenn man ihn nicht allzu ernst nimmt. Wenn ihr euch mit der Idee anfreunden könnt, dass eine hochentwickelte außerirdische Zivilisation durch einen Computervirus vernichtet werden kann und dass sich die Militärs der Welt hinter einem amerikanischen Plan vereinen, dann lehnt euch zurück und genießt. Andernfalls solltet ihr euch nach anspruchsvollerem Material umsehen. Obwohl sich einige Science-Fiction-Fans darüber beschwert haben, dass Independence Day voller Handlungslöcher ist, gab es einen Fehler, der überhaupt nicht beabsichtigt war. Als David Levinson im Bunker von Area 51 einen Zusammenbruch erleidet, beklagt er sich über die Auswirkungen von Abholzung, Umweltverschmutzung und die Unfähigkeit der Regierung. What the hell are you doing? I'm making a mess. Yeah, this I can see. Während seiner Schimpftirade stößt David versehentlich einen Mülleimer um, der für die Kunstabteilung bestimmt ist. Hat die verdeckte Alien-Untersuchungseinheit der Regierung ein Kunstprogramm? Oder hat ein Crewmitglied einfach vergessen, einen Mülleimer vom Set zu entfernen? Stanley Kubrick ist einer der berüchtigtsten und akribischsten Filmemacher aller Zeiten. Selbst nach einem halben Jahrhundert verblüfft 2001 Odyssee im Weltraum das Publikum noch immer. Er ist einer der wenigen Filme, die man sich immer wieder ansehen kann und jedes Mal neue Details entdeckt. Es gibt noch immer viele Fragen, die Fans haben. Was stellt der Monolith dar? Was geschah während Dave Bowmans Reise durch das Sternentor? Die Zweideutigkeit des Films ist einer der Gründe, warum er überdauert hat. Obwohl Kubrick zweifellos ein Visionär war, war er doch ein Filmemacher, der auch Fehler machen konnte. Während der Untersuchung des Monolithen auf dem Mond durch Dr. Haywood Floyd ist Kubricks Spiegelbild im Visier der Astronauten zu sehen. War dies nur ein Fehler, den das Produktionsteam übersehen hat? Oder handelt es sich um ein weiteres Kubrick'sches Detail, das eine tiefere Bedeutung hat? Rutger Hauers unglaublicher Tränen im Regen-Monolog war nicht der einzige spontane Moment während der Dreharbeiten zu Blade Runner, der es in die endgültige Fassung geschafft hat. Als die Replikantin Pris von dem Gendesigner J.F. Sebastian gefunden wird, rutscht sie aus und fällt hin, wobei sie sich an einem Autofenster den Ellbogen verletzt. Obwohl der Film einige außergewöhnliche Spezialeffekte und Make-up-Arbeiten verwendet, ist das Blut in dieser Szene echt. Hannah hat sich tatsächlich den Ellbogen aufgeschlagen und eine Wunde hinterlassen, die mit 8 Stichen genäht werden musste. Scott beschloss, diese Aufnahme im Film zu belassen. Chris' Ungeschicklichkeit trägt dazu bei, dass man sich besser in sie hineinversetzen kann. Eines der schönsten Dinge an Blade Runner ist, dass die Replikanten ironischerweise menschlicher sind als die eigentlichen Menschen. Replikanten haben nur eine begrenzte Lebensspanne, deshalb schätzen sie die Zeit, die sie haben. Schließlich lernt Rick Deckard den Wert des Lebens erst kennen, als er eine romantische Beziehung mit der Replikantin Rachel eingeht. Pris ist eine der am meisten unterschätzten Figuren in Blade Runner, denn sie ist mehr als nur die Freundin von Roy Batty. Pris wurde als Modell für einfaches Vergnügen entworfen und zeigt ihre Intelligenz, indem sie Sebastians Vertrauen gewinnt, um Battys Plan zu unterstützen. Besserwisserische Droiden sind ein wesentlicher Bestandteil der Star Wars Saga. Immerhin beginnt der Originalfilm von 1977 aus der Perspektive von R2-D2 und C-3PO, die in ein weiteres galaktisches Abenteuer verwickelt werden. In Rogue One, A Star Wars Story aus dem Jahr 2016 taucht jedoch einer der witzigsten Droiden auf, die das Franchise je gesehen hat. Der umprogrammierte imperiale Droide K2SO. Dieser besondere Roboter, der von Alan Tudyk gesprochen wird, ist ein wenig verbittert.
K2 hilft seinem Rebellenverbündeten Cassian Andor bei einer streng geheimen Mission, um das Imperium zu infiltrieren. Da K2 wie jeder andere imperiale Droide aussieht, kann er sich leicht unauffällig verhalten. In einer Szene gibt K2 vor, Cassian und Jyn Erso als seine Gefangenen zu halten und gerät dabei ein wenig zu sehr in seine Rolle. He's taking us to Quiet! And there's a fresh one if you mouth off again. We'll take them from here. Laut Tudyk war dies eine von vielen improvisierten Zeilen, die es in die endgültige Fassung geschafft haben. Obwohl Rogue One einer der düstersten Filme des Franchises ist, sind K2SOs Sprüche entscheidend dafür, dass sich dieser düstere Action-Thriller dennoch wie ein Star-Wars-Abenteuer anfühlt.